Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott! Was passiert hier? Was passiert mit der Welt? Wow. Herzlich willkommen zu einer Folge zu Yooka-Laylee in the Post Player. Wir haben im letzten Part Kapitel 4 gelöst und dabei noch die Frostform, wir nennen die mal Form, Frostform, von dem Kapitel gelöst. Aber hier bei Kapitel 3 haben wir einen Schalter umgelegt und jetzt ist es wilder geworden. Ab da rein! Und ich finde diese Idee mega cool, dass die Level sich auch verändern. Das ist eine coole Idee. Mir gefällt's. Mir gefällt's. Und ja. Aber wir haben auch im letzten Part auch ein bisschen haben ein bisschen mit Blüten rumreichend umgespielt. Und ja. Wie hat sich das Level entwickelt? Renn! Okay. Gibt's die Münzen? Ja, hier gibt's Münzen. Wie bin ich da jetzt runtergefallen? Okay, komm nochmal. Konzentration, Mark. Am Anfang ist doch immer was. Ich gucke jetzt nach, ob da irgendwas ist. Ist doch sicher was. Ja, wusste ich's doch. Boah, wie fies. Das war fies versteckt. Ba 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 ba. Nein, zurück. Nein, Mist. Warte mal, minus 1 hatten wir gerade wirklich minus 1? Warte mal. Ja, okay, die erste Zahl haben wir. Da muss ich jetzt nicht zurück. Ah, die Musik gefällt mir gerade. Ja gut, still, weil ich mich konzentrieren wollte, okay. Ich habe immer noch die Vermutung, dass da unten irgendwas ist. Oh Gott, das war knapp. Ja, runter, ey. Komm runter. Da rein. Oh Leute, hier ist ein Stachel. Habe ich ja gar nicht gesehen. Nein! Ich hätte die Frucht brauchen müssen. Oh Mann. Ja, komm, ich sterbe jetzt mal extra. Komm mal, kill me. Kill me. Ich habe keinen Bock, das wieder mal zu machen. Doch, ich habe jetzt Schluss, aber komm. Hätte ich nicht sehen können. Oh. Die Beere da brauche. Das ist fies. Dann dürfen wir uns auch nicht treffen. Wie gesagt, wir dürfen uns da nicht treffen. Mann. Okay, das ist schwer. Das gefällt mir aber, dieses Wilde. Wir haben jetzt Frost und Wild kennengelernt. So gesagt, einen Gegnerüberfall. Ja. Kommt die wenigstens noch runter. Danke. So, dann haben wir die zweite Münze. Weiß ich auch, dass wir nichts verpasst haben. Danke. Okay. Dann kommt da keine mehr runter. Ba, 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 ba. Na, 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 na. Alter, fuck, da kommt sie wieder. Ich muss schon fragen, wo sind sie? Nein! Mist! Fat. Mann, wie bin ich da jetzt runtergefallen? Das ist der Schiss gegen die Gegner. Ich will wieder hochgehen. Haben sie wieder schnell, ey, als auf der Seite kommen. Oh, wie doof bin ich? Sorry, Leute, ich bin echt doof. Okay, das wird echt keine gute Folge. Die Folge beginnt schon so pechlastisch.
Ah, das kriegst du langsam gut hin. Weiter Münze. Es ist gut. Nein. Ah, komm, ich muss das ohne Le. Ready. Mann, die Spinne. Okay, das Le. Ahoi, Skipper. Gibt's Ärger? Halt den Y gedrückt und überspringe diese Stelle. Nein, ich will die Stelle nicht überspringen, das ist eine Münze. Aber es gibt wieder so einen Assistenten anscheinend. Finde ich aber gut für Noobs. Wie mich. Aber nee, nee, das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Oh, eigentlich schon, aber will ich nicht benutzen. Wie ich euch hasse. Dankeschön. So, hier ist ein Checkpoint. Danke. Was? Da ist was oben? Was? Was zur Hölle ist das? Ha! Hier, so kommt man an die Münze dran. Cool, coole Idee, gefällt mir. Ich will jetzt erstmal hier durch. Lady, komm her. Nee, nee, ich mach's nicht ohne Lady. Dieses Level. Mir so egal, dass ich das jetzt hier verkackt habe. Nein, ich will, dass du rüber gehst. Ich will das noch nicht zerstören. Irgendwie das Gefühl. Lol. Es geht. Komm her, Lady. Komm her. Okay. Ah. Ja, yeah, für die 5. Okay. So, die sparen wir uns mal auf. Die dürfen uns nicht treffen lassen. Okay. Ab hier nehme ich sie nicht mehr mit. Ja, doof, weil ich muss hier Dings das zerstören. Ja, okay. Ist eine Münze wert? Ja. Boah. Wäre so bitter gewesen, wenn ich das nicht geschafft hätte. Lady, komm her! Boah. Oh Leute. Nein. Okay. Das Gefühl, das wird noch sehr wichtig. Deswegen. Ah! Ich wusste es. Boah, meine Stimme war ganz kurz weg. Ich wusste es, dass wir das brauchen. Checkpoint. Ich mag das Level, das ist toll. Macht die Idee. Außer wenn es zu voll ist, dann mag es nicht. Ah! Boah. Oh mein Gott. Ah!
Bientalon gerettet! Liebe An! Lil B An! Perfekt! Dann waren eine schöne 2 Minuten, 10 Minuten 40 habe ich hier geopfert. Wir haben auch 100% gelöst. Wir haben unsere 6. Ah, wir machen Fortschritte, das finde ich toll. So. Gut gemacht, Freunde. Ihr habt die Geheimnisse der Maschine offenbar durchschaut und braucht mich nicht mehr. Denkt daran, ihr könnt das Level jederzeit verändern, indem ihr den Schalter umlegt. Ich gehe dann zurück zur Geschichtsbuchbucht und starte ein neues Forschungsprojekt. Scheiße. Wenn ihr den Weg nach Hause findet, besucht mal mich. Sollen wir mal zurückgehen? Komm, wir gehen mal zurück. Wir wissen ja, wo es ist. Deswegen ist ja nicht weit von hier. Ich würde auch sagen, wir gehen mal dahin. War ja hier irgendwo. Dafür brauchen wir Kiste. Alter, das geht auch? Okay, das wusste ich gar nicht. Wäre noch geiler, wenn das so geht. Wenn man zur Seite auch schieben kann, wenn man von der anderen Seite ist. Das finde ich auch logisch. Mist. Ich muss das bisschen noch nach vorne schieben. So. War es ein bisschen zu viel? Nee. Perfekt. Gehen wir gerne rein. So, wir sind da. Wo hat sie denn neues Projekt aufgebaut, die liebe Paz? Ist ja hier. Ah, hier. Das ist jetzt hier offen. Da ist auch was offen. Okay. Tonika. Tonika und Tilikibat. 57 ist auch, machen wir später auf. Das heißt, der Bildschirm ist gespiegelt, perfekt, wenn man in einem Spiegelkabinett spielt. Oh nein. Hast du die Tentakelprobleme noch nicht gelöst? Was? Diese garstige menschliche Kopf. Ich habe leider immer noch nicht herausgefunden, wie man das löst. Eines Tages werde ich ins Meer zurückkehren. Ich wusste es, Yuka. Du schuldest mir einen Fünfer. Gott sei Dank. Wir können ihr nicht helfen. Aber hier gab es noch einen Weg. Das haben wir noch nicht gesehen. Es gibt bei uns drin zu Hause. Ihr wird mich niemand finden. Ich bin dahin. Oho! Aber da sind ja Yuka und Leili. Was haltet ihr von meinen neuesten meinem Ferienort? Ein paar schöne Ferientage in dem schattigen, abgeschiedenen und geheimen Rumpf des Schiffes haben mich prächtig gestärkt. Ich glaube nicht, dass Capital B es noch einmal wagen wird, mich zu stehlen. Bitte lass dich zu, dass er mich doch einmal stehlt. Wer bist du? Kennen wir dich? Hey, wartet! Habt ihr euch auf dem Weg hier rein vielleicht den Kopf gestoßen? Ich bin doch das allmächtige Einbuch. Erinnert ihr noch euch nicht vom letzten Spiel? Capital B wollte meine magischen Fähigkeiten für seine Geschäfte missbrauchen. Zum Glück habt ihr meine Pages gefunden, sodass ich wieder vollständig bin. Und ich lebe in ständiger Angst. Warum versteckst du dich? Scheint sich wie ein kümmerliches Kinderbuch zu verstecken. Keineswegs. In dieser Kabine gibt es das ideale Regal für meinen mächtigen Bücher. Ich dachte, du hättest gar keinen. Ich hoffe, ihr werdet Captain B davon abhalten, das königliche Stachelreich zu erobern. Es wäre gar nicht gut, wenn er genug Unendlichkeitstinte zusammenbekäme, um Schaden anzurichten.
Und schon gar nicht, wenn er damit meine Page und das Ganze und wer dann schreiben würde, bla bla bla. Weggehen. Was haben wir daran? Ey, Buch, hilf uns. Ah, okay. Da, weniger Kontrolle. Was finden wir hier? Ah, okay, dann kriegen wir plus 1. Jeder Bonus, wenn wir weniger Kontrolle haben. Könnte man sich echt überlegen. Ich packe ihn noch nicht rein. So, dann haben wir auch hier nochmal alles erkundet. Dann gehen wir wieder zurück. Ich will kurz zum allerersten Kapitel so gehen. Ob man vielleicht hier auch was machen kann. Warte mal, ich will mal ein bisschen hier weiter erkunden. Aber ich sehe nichts. Sehe nicht, was wir noch machen könnten. Hä? Seit wann gibt's das hier? Wann ist das hier erschienen? Cool. Sonicum gefunden. Tick-Tack. Paul. Nee. Tick-Tack ist... Verlängernde Spaß, indem du Zeit für das gesamte Kapitel verlangsamst. Geht doch nicht über einen gemütlichen Spaziergang durch das Stachelreich, oder? Boah, das ist ja doof. Ich finde es schön, dass die Ukulele da trällern. Die Boxen. Aber gut, dass ich nochmal hier vorbeigeguckt habe. Dann würde ich sagen, gucken wir weiter die Welten. Nun. Ich würde sagen, die Kapitel machen wir heute nicht mehr. Was passiert eigentlich, wenn wir... Nee, passiert nichts mehr. Ah komm, wir bezahlen mal die Paywall. Kaum zu glauben, wie gut diese aus... Ach, also die... Kaum zu glauben, wie gut diese Sache mit den Paywall läuft. Ah, meine Lieblingskundschaft! Diese Paper für 10 Tweet-Münzen öffnen. Herzlichen Dank! Arschloch. Was ist die nächste Paper? Ist mir eine Ehre, mit euch Geschäfte zu machen. Ihr seid auf dem besten Weg, das nächste Abenteuer zu meistern. Wieder mal dank Trossa. Trosa. Tschüss. Fixer. Keiner leiden. So, dann wollte ich hier noch weitergehen, weil ich hier gesehen habe. Genau, was der ist. Und den Tier. Wir brauchen dafür aber eine Wasserblume. Komm schon. Ja! Geschafft! Was gibt es hier? Ah, eine neue Tonika. Die gönne ich mir schön selber. Dreifacher Dreher. What? Das hört sich interessant an. Hier kurz noch ein paar Dingens. Halt in der Luft X gedrückt, um einen dreifachen Drehsprung aufzuführen. Um anmutig auf den Boden zurückzugleiten. Yuka nennt es Fliegen und Lady nennt es stilvolles Abstürzen. Will ich testen. Kaufen wir das mal. Hat ja 600 gekostet, das war echt teuer. Das war echt teuer. Ah, ne Pagey! Da kommen die netten Menschen. Jo, wir retten dich. Dann mal los. Ich mag Pageys. Wir haben diese coole Musik. Oh, das ist cool. So, es ist eine kleine Referenz an alten Spiele. Dieses Game nochmal. Habe ich vor kurzem mal wieder gespielt. Sogar.
aufpasst, dass man sich nicht treffen lässt. Das finde ich lustig, diese Referenz. Erst vor kurzem, als ich gespielt habe. Mann, wie hieß das Game? Ich weiß nicht mehr, wie das Game hieß, aber das ist gleich wie das hier. So, easy kill. Da ist ja noch jemand. Wo ist der denn? Da. Headshot! Herausforderung gewonnen! Gute Arbeit! Jetzt haben wir die Macht, der, die Overworld zu verändern. Schaut mal. Belgi! Vor! Ja, was so lang? Oh nein, wir können nächstes Kapitel verändern. Ja, wie cool! Geflutet! Okay, das würde ich sogar nächstes Part machen. Würde gucken, aber guck mal genau gucken, was hier so alles passiert. Ja, alles ist voller Wasser. Ah, okay. Ab jetzt sollte man hier Dings in das Ding reinkommen. Das haben wir schon längst geschafft. Oh mein Gott. Ja, wir sind halt viel zu gut. Aber wir sind noch nicht mit den Kunden dort fertig hinten. Ich find's lustig. Ich finde es lustig. Dass wir schon was geschafft haben, ohne dass es eigentlich nicht machbar sein sollte. Aber damit sollten die Entwickler auch rechnen, dass es so Leute wie mich geben, die kleine Tricks benutzen, um natürlich zu kommen. Dann gehen wir mal rein. Das ist ein kleiner Teleporter. Aber keine Teleporter. Das ist so kleine Abkürzungswege. Das wäre cool. Das würden noch in diesem Spiel fehlen, so Abkürzwege. Dann müsste ich irgendwie da nicht runterfallen. Mann, eigentlich würde ich gerne ein neues Level morgen anfangen. Frage mich, was ich hier machen muss. Kann ich noch nichts machen anscheinend. Oh, da haben wir schon mit dem geredet? Ja, haben wir. Läuft mal hier um. Da, Toni kommt gefunden. Glubschaugen. Die Feinde haben Glubschaugen bekommen. Sie absorbieren einen Extra-Treffer dafür, sehen sie aber so lustig aus. Okay. Was? 1000 davon für den Key. Upf. Dick, upf. Okay. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, machen wir in diesem Part, diesen Kapitel weiter. Ich kann mir schon vorstellen. Hier gibt es auch so eine Überflutung wie da drüben. Und wir machen dann die Überflutung, dass wir alle schön nacheinander machen. Deswegen schaltet gerne wieder rein. Euer Marc. Bis dann und ciao. Bye, bye.